Mensch und Videoprojektion treffen sich, verschmelzen, treten wieder auseinander. Eine Sequenz aus dem Stück Glücksjohnny der Frankfurter Regisseurin Helena Waldmann. Wenn man meine Stücke anguckt, merkt man ja, dass der real existierende Mensch gar nicht mehr das Allerwichtigste ist. Bei Glücksjohnny geht es so weit, dass er fast verschwindet. Und wenn ich jetzt Schauspieler wäre und das wäre mein Beruf und ich würde merken, es kommen immer mehr junge Regisseure nach, die den Schauspieler wegixen, dann würde ich auch Angst bekommen. Der real existierende Mensch als Marionette seiner eigenen Videoprojektion. In Wodka Konkav ist der Tänzer nur ein Element der Bühne. Spiegel, Licht, Projektion sind gleichberechtigte Darsteller. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen mehr. Mehr, mehr. So ist aber gut. So ist lassen. Und Giuseppe, mach mal die Bewegung bitte. Der Blick in den eigentlichen Bühnenraum ist den Zuschauern versperrt. Sie verfolgen das Stück über große Plexiglasspiegel. So entsteht ein raffiniertes Spiel mit der Wahrnehmung. Das Spannendste für mich an der Geschichte ist eigentlich, dass man nicht einfach irgendwie, weil es jetzt Video gibt, Videomonitore auf die Bühne stellt und 15 Fernseher in der Landschaft rumflirren, sondern dass man das Video so einsetzt, dass es eine direkte Verbindung gibt zwischen dem animierten Videobild, also dem vorproduzierten Videobild, und dem real existierenden Tänzer auf der Bühne. Und diese beiden Elemente so miteinander zu vermischen, dass es für das Publikum teilweise schon gar nicht mehr so ganz ersichtlich wird, was ist jetzt eigentlich wer. Als Balancierstange bei ihrer Gratwanderung zwischen den Medien und Theaterformen dient Waldmann immer ein literarischer Text. Kein Wunder, liegen die Wurzeln der Regisseurin doch im modernen Sprechtheater. Bei Wodka Konkav ist das Venedikt Jerofejews Reise nach Petuschki, ein Text, der die Fantasien eines Alkoholikers beschreibt. Auf Brüderschaft, Kinder. Um den Zuschauer in eine Welt der Delirien zu entführen, benutzt Waldmann einen Trick. Auf der verdeckten Bühne tanzen zwei Zwillingstänzer. Die Regisseurin hat lange nach einem solchen Paar gesucht. Dem Zuschauer, der nur die Spiegel sieht, ist unmöglich zu sagen, ob einer, zwei oder zehn Tänzer auf der Bühne stehen. Da saßen immer noch die beiden. Verdächtig. Die Realität kann ich ja permanent um mich herum sehen. Also ich gehe ins Theater, um etwas zu sehen, was mir eher unbekannt ist oder etwas, was in den kühnsten oder schönsten Träumen stattfinden könnte. Und dafür ist das Theater meiner Meinung nach gemacht. Und da sind natürlich Blicke wie zum Beispiel wie durchs Schlüsselloch in einen Raum, der eigentlich verboten ist. Oder Blicke durch die Augen, in den Kopf eines Menschen hinein. Also sehr private Blicke zum Beispiel auch zu erheischen. Keineswegs. Für jede ihrer bislang 5 Theaterperformances hat sich Helena Waldmann Darsteller und Mitarbeiter neu zusammengesucht. Für die Tänzer war es ungewohnt, sich in ein multimediales Gesamtkunstwerk einzufügen. Bevor du unter den Mittelspiegel kommst, biegst du in die Richtung ab und gehst bis dahin weiter, wo man dich nicht mehr sieht, und drehst hin. Die Hände wie eine Zitrone. Die Frau des Orients. Wenn ja, wann kommt sie endlich? Wie lange noch? Oh, oh, wie lange noch? Stöhnte Semjonitsch. Niederlegen? Oh, oh. Waldmanns bis ins kleinste Detail durchkomponierte Regiearbeiten entstehen an Bühnenbildmodellen. Am Anfang steht der Text, dann kommt der Raum. Mal den Blicken nur über Spiegel zugänglich, mal über dem Publikum schwebend, mal um die Zuschauer kreisend, ist der Raum entscheidend für Waldmanns Inszenierungen. Sie inszeniert ein Stück pro Jahr.
diese Stücke, die ich da mache, die brauchen wirklich lange Konzeptionszeiten, weil man muss das im Bühnenbild einfach alles rausfinden. Das heißt, die Räume sind nicht einfach so da, die fallen mir nicht nachts im Traum ein. Und das heißt, ich arbeite wirklich Schicht für Schicht mich langsam an das ran, was es dann irgendwann mal ist, und das braucht Zeit. Im bislang neuesten Stück Glücks-Johnny ist die Bühne flach wie eine Leinwand. Immer radikaler stößt die Regisseurin in neue Räume vor. Helena Waldmanns Theater führt ins 21. Jahrhundert und das Publikum folgt ihren Visionen bereitwillig und fasziniert.